Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es immer wieder erstaunlich auf der einen Seite und dann aber doch beruhigend auf der anderen Seite, dass in wichtigen sicherheitspolitischen Fragen die Gräben zwischen dem Innenminister und dem innenpolitischen Sprecher der Linksfraktion nicht so tief sind wie bei anderen Themen. Also ich könnte es kurz machen und sagen, der Innenminister hat alles zu dem vorliegenden Antrag gesagt. Weil in weiten Teilen das, was hier vorgetragen ist, die Auffassung auch meiner Fraktion zu dem vorliegenden Antrag ist. Aber da ich mich ja immer intensiv auch auf solche Anträge vorbereite, will ich darauf verweisen, auf was ich auch bei dieser Vorbereitung gestoßen bin. Ich habe einen Erlass gefunden über, wie es heißt, vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei, durch polizeiliche Vorbeugehaft für Berufs- und Gewohnheitsverbrecher. Davon betroffen sind Personen, die eine Gefahr für die Allgemeinheit sind, sowie illegale und sogenannte asoziale. Datum 14. Dezember 1937. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist genau der Bezug, den der Innenminister auch hergestellt hat, wo wir nicht wieder hin sollten mit unserer Sicherheitspolitik. Die AfD möchte also kurz gesagt, dass das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns die Kategorie der sogenannten drohenden Gefahr sowie die Möglichkeit der polizeilichen Präventivhaft nach bayerischem Vorbild eingefügt werden. Der Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, sehr geehrter Kollege Kramer, verhält sich so blind und taub, als ob es die Aussprache vor 6 Monaten hier an diesem Ort nicht gegeben hätte. Diese Aussprache ist auf Antrag meiner Fraktion oder hat auf Antrag meiner Fraktion stattgefunden, soweit auch zu der Mehr. Die anderen Fraktionen würden sich hier im Parlament mit diesem Thema nicht beschäftigen. Nein, wir haben hier vor 6 Monaten zu dem Thema gesprochen, kein Überwachungswahn nach bayerischem Vorbild. Da sind im Detail natürlich die Auffassungen auseinandergegangen, aber tun Sie doch bitte nicht so, dass erst mit dem vorliegenden Antrag der AfD-Fraktion hier ein wichtiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt würde. Und wer es mit dem Thema Sicherheit in unserem Land tatsächlich ernst meint und für wen Terrorbekämpfung ein komplexes, ein kompliziertes und vor allem auch ein politisch hochsensibles Thema ist, der stellt nicht solche Anträge, bei denen er zwar Schaum schlägt, aber ansonsten, so hoffe ich zumindest, auf eine breite Ablehnung hier im Landtag gewiss sein kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle denke ich erstens an die prinzipielle Kritik meiner Fraktion an der vorherrschenden Sicherheitslogik. Damit meine ich den Grundsatz, Gesetze statt Strukturen zu ändern, Befugnisse zu erweitern, statt sie auf den Prüfstand zu stellen. Und ich denke zweitens an dieser Stelle an die ausdrückliche Zusicherung des Innenministers, ich gehe davon aus, auch im Namen der Koalition, getroffen, bei der anstehenden SOG-Novelle die Kategorie der drohenden Gefahr nicht aufzunehmen. Und da Sie offensichtlich die Debatte vom Juni diesen Jahres völlig ausgeblendet haben, Herr Kollege Kramer, will ich aus dem vorliegenden Plenarprotokoll den Minister noch mal zitieren. Er sagte damals, auch wenn es mir fern liegt, andere Polizeigesetze zu kommentieren, so kann ich doch sachlich festhalten, dass Bayern sich hier entschieden hat, die drohende Gefahr in sein Polizeigesetz aufzunehmen. Im SOG Mecklenburg-Vorpommern hingegen, das habe ich gesagt im Ausschuss, werden wir diesen Weg nicht gehen, weil ich davon ausgehe, dass diese Aufnahme, und auch das habe ich ausgeführt, ins Bayerische Gesetz vor dem Verfassungsgericht landen wird, Zitat Ende. Eine klare Aussage schon vor einem halben Jahr im Ausschuss, hier im Plenarsaal, und heute kommen Sie wieder mit einem solchen Antrag. Der Innenminister hat auch ausgeführt, dass der Referentenentwurf also im Juni dieser Tage in die Hausanhörung geht und dann das weitere Anhörungsverfahren stattfinden wird, unter anderem auch dann hier im Landtag, wenn der Gesetzentwurf uns als Parlament erreicht. Und zitiere nochmal aus seiner Rede, ausdrücklich nicht geplant sind einige Befugnisse aus dem Bayerischen Polizeigesetz, die aktuell durch die Medien geistern. Das betrifft solche Themen wie DNA-Analysen, das Löschen von Cloud-Daten, die Gewahrsamnahme von bis zu 3 Monaten und oder die Postbeschlagnahme, Zitat Ende. Lesen Sie sich das alles nochmal genau durch, bevor Sie auf der nächsten Landtagssitzung wieder einen Antrag stellen, das SOG in dieser oder jener Hinsicht zu ändern, wenn es hier bereits eine klare Absage an solche Forderungen gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben politischer Kritik lassen Sie mich 3 Aspekte anführen, die ebenfalls gegen den vorliegenden Antrag sprechen. Erster Aspekt, Innenministerkonferenz und Musterpolizeigesetz. Ich habe mich in unserer letzten Diskussion im Juni diesen Jahres nicht gegen ein Musterpolizeigesetz ausgesprochen, sondern davor gewarnt, hierfür das bayerische Polizeiaufgabengesetz als Blaupause zu nehmen. Es kann doch niemand etwas hier im Hohen Hause etwas gegen die Harmonisierung polizeilicher Befugnisse zwischen den 16 Bundesländern haben oder einwenden.
Das nützt den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei selbst. Vereinfacht es doch oft die Kooperationen zwischen den Länderpolizeien, zum Beispiel beim Einsatz von Hubschrauberstaffeln oder der berittenen Polizei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, strittig hier ist allein der Level der Harmonisierung bzw. der Angleichung. Soll es der schärfste sein oder eher das Vernünftige? Und hier unterscheiden wir uns offenbar sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag wäre auch ein weiterer Sargnagel für ein geplantes Musterpolizeigesetz, wie bereits andere Polizeigesetze oder Gesetzentwürfe, die gegenwärtig diskutiert werden. Bereitet er einem Musterpolizeigesetz wie seinen Vorgängern aus den 70er oder 80er Jahren den Weg in die Bedeutungslosigkeit? Habe ich bereits Fakten geschaffen, brauche ich kein Muster mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der zweite Aspekt betrifft die Präventivhaft, die mit dem vorliegenden Antrag angeblich nach bayerischem Vorbild gefordert wird. Die Frage der Höchstdauer des Polizeigewahrsams steht spätestens seit Mitte der 1990er Jahre im Mittelpunkt der rechtspolitischen Diskussionen. Es geht darum, Menschen, die zwar keine Straftaten begangen haben, aber im Verdacht stehen, dies zu tun, in Gewahrsam zu nehmen. Das ist alles rechtlich und politisch umstritten, entscheiden werden Gerichte, und das wissen Sie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die AfD nun aber präventivhaft mit der dünnen Personaldecke der Sicherheitsbehörden rechtfertigen möchte, dann hat das mit einem rechtsstaatlichen Abwägungsprozess überhaupt nichts mehr zu tun. Denn die Frage, wie lange ein Mensch vorsorglich eingesperrt wird, der darf nicht über die finanziellen Spielräume des Landeshaushaltes beantwortet werden. Darüber hinaus begnügt sich die bayerische Präventivhaft nicht mit Terrorgefahren. Es geht auch um die Annahme einer Gefahr von Gewalttaten gegen die Gesundheit, die Freiheit, die sexuelle Selbstbestimmung oder Sachen, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Es lassen sich also auch polizeiliche Maßnahmen diskutieren, ohne hinter jeden Baum einen Terroristen zu projizieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine dritte und letzte Anmerkung zur sogenannten drohenden Gefahr. Ob die Ausdehnung polizeirechtlicher Eingriffsbefugnis auf drohende Gefahr verfassungsrechtlich gedeckt ist, wird heftig diskutiert und letztendlich verfassungsgerichtlich entschieden werden. Fachlich wichtig sollte für die Ablehnung des vorliegenden AfD-Antrages sein, dass die Schaffung neuer Gefahrenbegriffe in der relevanten Unterarbeitsgruppe der Innenministerkonferenz für das Musterpolizeigesetz bisher nicht thematisiert wurden. Es sprechen also weder fachliche noch politische noch rechtliche Aspekte für die Annahme des vorliegenden Antrages. Meine Fraktion lehnt Ihren Antrag daher ab. Herzlichen Dank.